Happy Halloween, Guys! Nein, Spaß beiseite, es ist natürlich schon vorbei, Halloween. Heute ist der 1.11., beziehungsweise für mich der 1.11., für euch ist es der 11.11., wenn es richtig kommt. Also Karneval beginnt, hört auf, wie auch immer. Ich bin da nicht so drin. Für mich ist das ein eher trauriger Tag. Heute vor gut 5 Jahren ist meine Oma verstorben. Und ja, aber wie gesagt, ich habe natürlich darf auch an diesem Wochenende. Gut. Ich kann an diesem Wochenende auch kein Formel 1 fehlen, natürlich. Ich nehme auch wieder Miss Boris auf. Deswegen sagte ich ja gerade Happy Halloween. Ich bin einen Tag nach Halloween, 10 Tage im Voraus und ich nehme jetzt schon wieder auf. Mein letzter Urlaubstag steht an, mein 4. Das heißt, ich kann heute noch mal früh Formel 1 machen und habe das zumindest dann auch schon abgearbeitet. Kann nämlich dann mit meinen anderen Projekten noch ein bisschen widmen. Aber wie gesagt, Formel 1 darf nicht fehlen. Lasst euch von mir bitte nicht ein bisschen runterziehen, sondern gucken wir mal. Wie gesagt, wir haben das letzte Rennen gewonnen. In Ungarn. Jetzt steht der große Preis von Deutschland an. Ich kann nicht sagen, auf welcher Strecke. Ich hoffe natürlich noch auf dem Hockenheimring. Das wäre natürlich schön. Bin an der Strecke schon ein paar Mal vorbeigefahren. Einige meiner Jungs und auch meine Chefin, die wohnen auch da in der Nähe. Von dort aus sind es, glaube ich, irgendwie noch eine halbe Stunde oder so. 20 Minuten, eine halbe Stunde vom Hockenheimring aus. Und vielleicht bin ich ein paar Mal dann wieder dran vorbeigefahren. Ja. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Heute in Deutschland. Ich hoffe natürlich, dass ich quasi in meinem Heimrennen, ich fahre zwar unter der Schweizer Flagge, wie gesagt, weil ich Sympathien für die Schweiz habe und es natürlich sein könnte, dass ich nächsten Monat wieder runterfliege, fahre, wie auch immer. Ja, wie gesagt, wir hoffen jetzt, dass wir einen souveränen Sieg holen hier und dann die WM-Führung übernehmen. Sollten wir Nico Rosberg schlagen, sind wir definitiv WM-Leader und Hamilton natürlich auch. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir machen komplettes Training, kurz, Trainingslänge kurz, 30-30-30, komplettes Qualifying und 25% ja, Renaissance. Genau. Gut, rein damit. Session starten. Geil, Sponsorenmodus. Einer der Teamsponsoren hat eine konstante Leistung bemerkt und sich dazu entschieden, die Ressourcen zu investieren. Sehr schön! Ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Ja, mein F&E, also Forschung und Entwicklungsevent. Gut, Luftwiderstand minus 2,6%. Kleine, auch effiziente Bremsluftschutzen können den Luftwiderstand verringern, während sie dieselbe Menge an Luftstrom zu den Bremsen leiten, um die Kühlung nicht zu beeinträchtigen. Sehr schön! Wir haben durch unseren Sponsorendeal nochmal ein bisschen was dazu bekommen. Wir fahren tatsächlich aus dem Hockenheimring. Wie geil ist das denn? Jawoll, ja! Wir haben jetzt 500 Punkte und können hier schon weitermachen. Wir können hier schon weitermachen mit dem nächsten Entwicklung. Zack, hauen wir das auch noch raus. Treibstoffeffizienz. Stufe 4. Und wie ihr seht, wir sind mittlerweile die sechststärkste Kraft hinter Toro Rosso. Wir haben Force India überholt. Nach dem letzten Upgrade. Und wir waren mal hinter Haas. Aber wir haben echt tatsächlich ordentlich entwickelt. Hauen jetzt da das nächste Upgrade raus. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, tatsächlich alles rauszuholen. Ich hätte aber das Chassisgewicht machen können. Ich werde so gerade mal ein. Scheiße. Naja, egal. Da hätte ich mal ein bisschen was investieren können. Ah, egal. Ist alles top. Scheiße, den Abtrieb hätte ich gerne gemacht noch. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Naja, egal. Ich würde sagen, gehen wir rein zum ersten Training. Guten Tag und herzlich willkommen in Hockenheim, Heimat des Großen Preises von Deutschland, für die heutige Trainingssession. Für einige der besten Fahrer ist es ein großes Wochenende, da sie auf heimatlichem Boden punkten möchten. Wir werden in Kürze loslegen und sehen, wie sie vorwärts kommen. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern.
Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Genau. So, da wir auf dem Hockenheimring fahren, ich kann natürlich auch wie immer das Setup einstellen. Da wir wahrscheinlich auf... Ja, perfekt, wir hauen auf trocken. Cool, wir hauen nochmal in die... Ja, ich fahr soft. Ich muss mal gerade mal gucken, was mein Setup ist. Da ist es. Fahren natürlich auf dry, sehr schön. Das heißt, das freut mich doch. Ihr habt ja, wie gesagt, in England gesehen, auch am letzten Dings in Kanada gesehen. Ich bin kein Spezialist im Regen, um Gottes Willen. Ich liebe diese trockenen Strecken. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Ja, machen wir auch das mal. Vor der Flügel Aero haben wir 7,6. Flügel 7,6. 65, 70 gehen wir hier auf die Differentialanpassung. Dann Aufbau der Radaufhängung. Minus 3,10. Minus 1,4. 0,11. 0,38. Die Radaufhängung, Sekunde, ich muss eine Sekunde, muss mal gerade wieder runterscrollen. 7,4,5. 9,9. 6,5. 80,60. Das ist Bremsdruck. Und 23 haben wir hier. Und 21,5 können wir lassen. Das können wir auf 7 stellen. Und das könnt ihr aus euch auswählen, wie ihr Lust und Laune habt. Deutschland, sehr schön. Gleich mal das auch ein. Dann haben wir das auch erledigt. Hey, ihr seht wieder, dass ich eine Woche nach dem Ungarn Grand Prix schon, also ein Tag, eine Woche, dass ich einen Tag nach dem Ungarn Grand Prix schon den Deutschland Grand Prix aufnehme, dann habe ich das nämlich auch erledigt. Dann kann ich wieder mich um die einzelnen anderen Projekte noch kümmern. Und ich würde sagen, wir gehen raus zur Strecke und werden auch die fliegende Runde machen. Wie gesagt, ich hoffe auf meinen Reitrock, das machen wir hier bei meinem Heim Grand Prix. Und dann kümmert er sich die WM-Führung über den. Ah, meine Batterie ist fast leer. Nicht gut. Hab ich da meinen Controller hingelegt? Da. Eine Sekunde, ich muss mal kurz meine Kabel umstecken. Ich zocke auf der PS4. Ihr habt es gerade auch gesehen. Nur, dass es mal auch gesagt wurde, ne? So, wir haben ein bisschen meine Let's Plays verfolgt. Beziehungsweise mein GTA Let's Play verfolgt hat. Liebe Leute, kurz vorher noch ein kleiner Aufruf für mich, bevor es hier gerade weitergeht. Ich will das nur kurz mal anmerken. Unsere Crew sucht händeringend Verstärkung. Wir haben nämlich das GTA Halloween Update genommen. Da sind einige neue Gegner-Modi dabei gewesen, zum Beispiel, die wir mit zwei Mann hätten nicht machen können. Oder haben es nicht gemacht. Das ging nicht anders. Wie gesagt, mit zwei Mann bringt das nichts. Unsere Crew sucht händeringend Neuzugänge. Also, falls ihr Interesse habt, keine Bedingungen, ihr solltet TeamSpeak 3 besitzen. Sonst ist es schwierig halt mit dem Aufnehmen. Ihr braucht nicht aufzunehmen. Ihr könnt, wenn ihr wollt natürlich. Aber um eure Stimme mit reinzubekommen, braucht ihr halt das TeamSpeak. Wo ich jetzt auch drüber aufnehme. Ihr bekommt... und ihr braucht natürlich auch eine PS4. Am PC sind wir noch nicht tätig. Werden wir aber demnächst irgendwann mal machen, sobald die Jungs mal auch angefangen haben, ihre PCs aufzurüsten. Ich habe meine vor einem guten halben Jahr gemacht. Wie gesagt, wenn ihr da Bock habt mitzuspielen und alles, dann meldet euch wieder bei mir oder bei der Kata. Videos gibt es natürlich wie immer unter dem... die Verlinkungen sind natürlich wie immer unter dem Video.
Dort sind auch die Kanäle vom Korax und vom Levin und vom Tommy, oder? Ja, wie auch immer. Also sind vom Korax und vom Levin auf jeden Fall dabei. Falls ihr da mal auch reingucken wollt, die haben ja auch diverse interessante Projekte, aber wie gesagt, meldet euch, falls ihr mal Lust habt, mit uns zu spielen und alles drum und dran, wie gesagt, braucht nicht aufzunehmen. Nur um eure Stimme reinzubekommen, mit euch zu kommunizieren, ist es von Vorteil, Teamspeak zu besitzen. Nein, es geht nicht über die Party, die Frage kam auch auf, mit, dass wir, ob wir nicht das mal in der Party machen können. Ja, wir könnten darüber mit euch zu kommunizieren, aber das Problem ist einfach nur, dass wir eure Stimmen dann nicht in die Aufnahme mit reinbekommen. Wie gesagt, wer unsere MPT-Projekte bekommt, so funktioniert das Ganze. Wie gesagt, meldet euch bei mir oder bei der Kata, dann bekommt ihr den Server und alles, dann, könnt ihr gerne mal mit uns spielen, selbst wenn es so probe ist, ey, da guckt doch mal, wie die Jungs ticken und alles drum und dran. Absolut kein Problem, meldet euch einfach, wenn ihr da mal Bock drauf habt, mal Interesse habt oder vielleicht ein paar Hintergrundinfos haben wollt oder. Wie gesagt, einfach mich anschreiben oder die Karte anschreiben oder entweder bei Twitter, bei Facebook oder auch gerne privat anschreiben, falls ihr mal einen privaten Account habt, den werde ich euch natürlich jetzt nicht nennen. Ja, genau. Das mal eben kurz dazu und wie gesagt, dann kurz zurück zur Formel 1 und freien Training hier aus Deutschland. Bis da. Bis gleich. Also beziehungsweise nicht bis gleich, sondern viel Spaß noch. So. Das ist eine gezeichnete Runde. Ich kann den Flügel nicht aufmachen. Hier ist die Messungszone erst. Flügel ist offen. Na, gucken wir mal, wenn wir hier tatsächlich ein erfolgreiches Mettwochenende haben, sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Dann später können wir tatsächlich schon 9 Rennen vor Ende der Saison wieder sein. Aber wie gesagt, da steht noch gar nichts mehr. Wir müssen nur eine gezeitete Runde haben. Ist aber die Hand getroffen. Das ist leider der alte, der neue Hockenheimer. Ich fand den alten viel geiler. Ich fand den alten viel geiler, wenn ich mit dem Flame mega lang geraten bin. Das war nicht cool, da hinten ist ja der Wald, wo die Strecke drin ist. So. Auch geht da diesen Rennwochenende noch endlich die neue Saison. Wir wollten eigentlich letzte Woche starten, aber da klappte es noch nicht wegen dem Mexiko-Wochenende. Jetzt geht es los, weil wenn das Rennen rauskommt, am Abend wird noch gefahren und dann wird man wieder mit. Übermorgen, nee, kommt am Montag vor. Gut gemacht, Platz 1. Du hast gerade die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Für euch dann die das Online-Rennen freigeschaltet, wie immer auf meinem Kanal zu finden. Aber jetzt kann ich gleich nochmal das F&E-Event starten. Würde ich gerne auch mehr machen. Sektor 1, Sektor 2, Sektor 3, wie so klar, alles die schnellste Rennrunde. Die schnellste. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen cool, dann machen wir das hier als erstes. Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. So, Hamilton zweiter, danach Raikön, Verstappen. Weiter. Ja, ist klar. Nein, ich habe nicht gerechnet, dass er das erste Mal rübergezogen ist. Aber noch Fliegelage, neuen Reifen und los geht's. Das Qualifying-Programm ist vorgesetzt. Wir müssen die 1,24 da unten, die angepeilt ist, knacken. Das sollte doch durchaus kein Problem sein. Aber wie gesagt, ansprechen kann ich nicht alles. Erster Sektor sagt klar vorne. Wie gesagt, die sind von der Mutterleistung und alles von der Leistung her, die sechs stärkste Autofeld. Und trotzdem fahren wir hier vorne um den Sieg mit.
Wir haben echt mega viel gemacht mit dem Wagen und alles. Bin ich zufrieden und nicht so weit mit. Eine Absicht habe ich nicht, eigentlich stärkste Dienst wie immer. Jetzt wollte ich das was im Titel genommen, wie zwei viele Wolken. Ich wollte ja davor nämlich eigentlich Verstappen nehmen. Aber diesmal werde ich die Meisterschaften so nicht spielen. Sondern einfach meine normale Karriere. Wenn es einfach schon da ist, kann ich es auch machen. Ob er noch eine zweite Saison spielen, weiß ich. Das kann ich auch noch nicht versprechen. Das kann ich euch noch nicht versprechen. Das haben wir geschafft. Das ging jetzt relativ schnell. Dann kann ich eigentlich schon das zweite Programm machen. Ah, oh, wunderbar, wir haben es geschafft. Wir haben schon nach der ersten Runde, ich schätze, bis zur Runde hatten wir 24 fahren, sind noch in 22, was sind wir gefahren überhaupt? Also 21,4. Geschätzte Polzeit an 22,6 und wir sind mittlerweile fast 1,5 Sekunden drunter. Gut, das Reifenmanagement. Die Streckenakklimatisierung. Dann haben wir das auch zumindest erledigt. Dann können wir das dritte freie Training auf Zeitenjagd geben. Das heißt, mehr oder weniger auf Zeitenjagd. So. Rechtzeitig vor jeder Kurve zu bremsen. Konzentrier dich zuerst darauf, den Scheitelpunkt zu treffen und bau dann Geschwindigkeit auf. Oh, das war Glück. Ich hätte fast an, wer was abgeflogen. Konzentrieren. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Ich liebe diese Strecke definitiv. Ich mach den erstmal wieder zu. Sonst fliegt der mir hier komplett runter. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen. Zwei Trainingsprogramme in dieser Runde. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja, hab ich nicht richtig erwischt. Noch keine einzige Route. Ich kann auch gerne so bleiben. Teammates bekommen diese Saison, weiß ich noch nicht.
Oh, wir haben tatsächlich die Vorgabe erreicht. Wir haben die 480 Punkte geknackt. 74 hat er, glaube ich, vorgegeben. Wir haben 480 geschafft. Wir haben keine einzige Rote dabei. Wir sind Runde bei 1 Minute 21,4. Oh, wir haben tatsächlich nochmal Zeit drin gemacht. Cool. Also wir sind klar auf Pole Coast, das mit den Super Soft. Wir haben, gehören mit zu einem Team mit den meisten Runden. Können wir das nächste Dings noch machen? Wir haben jetzt das, ja gut, ich muss die Reifen noch machen. Dann haben wir das auch zumindest erledigt. Wir haben das Streckenklimatisierungsprogramm auf perfekt. Und wir haben das Qualifying-Tempo auf perfekt. Das muss man mal auch gerade so anmerken. Das machen wir aber im zweiten freien Training. Das machen wir im zweiten freien Training. Ja. Mit dem Reifenmanagement. Gut. Also ich hoffe, dass diesmal alles klappt mit dem Teamspeak, dass das jetzt nicht zwischenzeitlich abkackt. Und so mein Nintendo weggeht. Mich beim Ungarn Grand Prix beim freien Training passiert an einer guten Viertelstunde. Wer es gesehen hat, deswegen der kleine Cut auch einmal drin. Ich musste kurz nochmal neu ansetzen. Sollte hoffentlich geklappt haben. Gut. Dann machen wir mal jetzt hier ein. Das Wetter hat sich ein bisschen gedreht. Ja, aber von den Zeiten her sind wir klar. Sind wir klar schneller. Eine Sekunde am aktuellen Vorsprung vor Hamilton. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ein Renault, Hamilton und Nico Rosberg. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. So ist das. Wir sehen uns gleich wieder am zweiten. Gut, wieder ordentlich Punkte bekommen. Gut, da kann man weitermachen mit dem zweiten freien Training. Wir sind jetzt auf. Ja, wir sind schon fast dran. Wir haben 2 Punkte nur noch Rückstand nach dem letzten Grand Prix. Und. Ja. Sieht doch schon mal gut aus. Gut, zweite freie Training. Gut, wir kommen zurück zum zweiten freien Training. Kann ich ein Stückchen trinken? Wenn man viel redet, muss man viel trinken. Das sieht man so lecker, schöne Schokomilch. Ja, Kakao quasi. So, ja, das haben wir erledigt. Ja, ich fühle mich echt wohl auf dieser Strecke, definitiv. Das erste Haas raus, nämlich erst über einen Gutierrez. Genau, wir müssen das Reifenmanagement noch ziehen. Ich werde auf Superweich fahren, klar. Wenn wir schon mal da ein bisschen auf der schnellsten Runde sind und ich würde sagen, legen wir los. Wir machen das wie immer, die fliegende Runde. Das geht halt ein bisschen schneller als doch aus der Box rauszufahren. So, 4 Runden sind wir angepeilt. Mit 30 Punkten. Aber das natürlich noch auf perfekt ziehen. Dann haben wir alle 3 Trainingsprogramme abgearbeitet. Perfekt, das ist ja ordentlich. Ja, Satzpunkte.
je mehr violette Bereiche wird, umso mehr Punkte gibt es natürlich. Ich gehe jetzt natürlich ein bisschen runter auf die, ein bisschen früher auf die Bremse, die fällt mir gerade zu. Egal, die kriegen wir schon hingelegt. Strecke allgemein ist nicht die längste. Ich habe für das 4 Runden nochmal Zeit, 35 Punkte zu machen. Aber ich denke, ich wollte nur im grünen Bereich bleiben, sollte es kein Problem sein. Eben die meisten Kurven lassen sich einfach nur rollen. In der Zeit sind wir sowieso. Zeit, das ist das Wichtigste, dass wir Zeit in den Zeiten sind. Das ist jetzt mal ganz, ganz sanft runter. Immer leicht anbremsen. Wie gesagt, ich ging überhaupt nicht auf die schnellste Runde, die mache ich jetzt gleich. Deswegen will ich auch hinter direkt für die Gutierrez zurück. Muss man lassen. Und ich will einfach nur die Punkte, wenn ich jetzt immer 10 Punkte nehme. Wir haben 4 Runden Zeit und ich brauche immer diese 10 Punkte nur. Ich muss immer nur im grünen Bereich bleiben, alles andere ist zwar nicht mehr. Also, Minimum im grünen Bereich. Ich glaube, einmal darf ich mir sogar im roten Bereich leisten. Boah, das will ich gar nicht machen. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich bin weg. Da raus ist der Rundbereich. Wow. Boah, das war klar, ich hab die Zeit gerade überholt. So, 2 Runden haben wir noch. Und dann haben wir schon die. Aber schon, dass wir wirklich schon die Trainingsprogramme abgearbeitet haben, das darf 2-3 Training. Wir können jetzt mit dem freien Training frei fahren. Wie hat die 5 auf dieser Strecke sowas cool, wohl. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsstrecken. Und hier dürfte ich eigentlich locker, wenn nichts dazwischen kommt, den Sieg holen. Kann man auch von Kanada auch sagen. Gutierrez vor allen Dingen im Haas. Danach muss es voll auf Zeit wieder gehen. Weil ich will schon, dass es Wochenende. Ich will schon eine Bestzeit haben am Ende. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja,
Bereich rausgekommen. Sechster Teil. Aber wie gesagt, ich fahre auch nicht wirklich auf voll. Jetzt können wir natürlich auf die Zeiten gehen. Wahrscheinlich auch nicht diese Runde, aber danach spätestens die Runde, wenn ich zumindest mal die besser dann heim. Das Team ist nicht das Idealste. Definitiv nicht. Bei 8. Okay, muss ich wissen. In der 9 Runde habe ich 910 Runde Sprit getankt. Ich war gar nicht in die Box zurück. Oh, es könnte doch klappen mit dieser Runde. Dass ich die Zeit von Rosberg gekontert bekomme. Nee, nicht ganz. Schade, weil er die Zeit nicht verbessert hätte, hätte er es geschafft. Die letzte Rundenzeit bringt dich hoch auf P2. So, und jetzt können wir natürlich durch den ersten Weg so ein bisschen auf die Bestzeit gehen. Dann stand ich den Perez hier vor mir und da fällt er sich kein DRS mitnehmen. Schön ist, er bremst natürlich schön außen, ne? Das heißt, ich kann ihn anbremsen und vorbeigehen. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Ja. Dann habe ich Glück gehabt, dass ich vor der ersten Runde weiter Adam Rosberg kann. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Naja, mach mal. Ja, das ist das Streckenakklimatisierungsprogramm, haben wir abgearbeitet, 60 Minuten haben müssen, um mal auf perfekt zu gehen, aber wir haben noch das dabei. Dritte Reihe. Aber das Wichtigste ist, dass wir zumindest mal die Programme, das Pflichtprogramm abgearbeitet haben. Das müssen wir dann eben noch reinschütten. Jetzt hole ich mir erstmal Platz 1. Mein Platz 1, den ich gerne hier. Easy. Haben wir es doch! Dann kommen wir direkt in die Box, bevor der Wagen uns auf der Strecke stehen bleibt. Ah, ist auch vollkommen okay. Abgeschlossen, naja, der 50-Punkt hier im Moment, aber ist egal, passt schon. Das Allerwichtigste ist, dass wir dass wir vorne weg sind. Zwar nicht so deutlich wie vorher, aber es reicht. Und Hamilton fällt schön weit zurück, das ist das Wichtigste. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Renault, Rosberg und Sebastian Vettel. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Gut. Wir sehen uns gleich wieder zum dritten. Dritte freie Training.
Gut. Und Rainer mit ins dritte Freitraining. So. Ja, würde sagen, fahren wir aus, ne? Alles aus dem Auto raus. Die Strecke machen wir das erstmal mit dem Auto. Ich wollte ja echt gleich schon. Die erste Stücke Zeit, der Runde überhaupt geht, dann nicht. Das ist schon mal gut. Und Belege Formel 9:22:2. Was auf den harten Reifen ist. Die schnellste Runde. Gut gemacht. Auf den harten Reifen hat ich viel Gutes. Ich fahre nicht viel schneller mit dem Supersoft. Das ist das Krasse. Exakt die Wette. Gleiche Zeit im ersten Sektor wie 0,0. Na, mal gucken, was ist in der zweiten Runde. Vielleicht fahre ich auch noch in der zweiten Runde. Jetzt gebe ich da Bock drauf ab. Haben wir dann noch einen Teamwechsel bekommen? Was ich durchaus anstrebe. Vielleicht auch irgendwann eines der Top-Teams. Also ich strebe das Williams hoch vielleicht. Williams. Red Bull vielleicht. Mal gucken, was geht. Mercedes vielleicht an der Seite von Mordsberg. Deutsches Fahrradteam. Mal gucken. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Mal gucken, was geht. Aber da noch. Nochmal nachgelegt, 26.1. Ah, 29.6. Super. Super, super.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,21,6. Mal wie so die Zeiten so aussehen von dem restlichen Feld. Ja, ja, ja. Die fahren auch super soft, anderthalb Sekunden langsamer als die auf dem Medium-Reifen. Das muss man mal gerade so raus. Was ist da sein? Gut, die Mercedes ist noch nicht gefahren. Masse auf der 2. Hamilton kommt nochmal richtig ran. Rosberg auch nochmal wieder. Wir fahren, sind hier nur Medium gefahren. Wir sind nicht auf dem Reifen. Ich könnte locker noch reagieren. Jetzt gerade. So, deswegen etwas gerade eine längere Zeit, bis es genau das wieder passiert, was auch beim Ungarn Grand Prix passiert. Da stand auch wieder was von Party verlassen, bla wegen Netzwerkfehler und das genau das gleiche. Kurz danach mein Teamspeak wieder abgekackt. Ich bin auch wieder jetzt zurück. Gott sei Dank gerade am Ende des zweiten Trainings. Wir sehen uns dann aber morgen wieder zum großen zum Qualifying. Wir haben natürlich die bessere Runde Zeit gefahren und legen auch hier vor. Gut, wir sehen uns dann. Aber Moment, wir haben noch ein bisschen was. Bevor ich hier was erzähle. Einige Punkte noch dazu. Kurz die Voicemail noch. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Wenn sie dann ins Qualifying-Ziel für Großpreis von Deutschland qualifiziere dich als 11. oder besser, kein Problem. Sollte ich besser als dein Rivale Lewis Hamilton qualifizieren, sollte auch nicht, sollte auch Klein und Magnussen nebenbei mit. Gut. Genau, ich wollte eben schon abmoderieren. Wir sehen uns dann wieder gleich zum, beziehungsweise nicht.